Siegfried Pfitzer ist 47 Jahre alt. Er wohnt in Aschaffenburg und bereist als Verkaufsingenieur die ganze Bundesrepublik. Er besucht vor allem Betriebe der kunststoffverarbeitenden Industrie. Am 3. Mai 1984 ist er im Raum Stuttgart-Ludwigsburg unterwegs. Gegen 10 Uhr hat er bereits einige Besuche erledigt. Er fährt auf der Landstraße in Richtung Marbach am Neckar. Kurz vor Marbach entschließt er sich jedoch, eine Pause einzulegen. Er steuert einen etwas versteckt gelegenen Rastplatz an, den er von früheren Fahrten her kennt. Zweieinhalb Stunden später, Filiale der Volksbank in Erbstetten, rund 15 Kilometer von Marbach entfernt. Bertha Keller führt diese Filiale allein. Es ist ein Überfall! Geld her! Bertha Keller kann noch den stillen Alarm auslösen, der beim Polizeirevier im nächsten Ort aufläuft. Dann ergreift sie die Flucht. In einer Wohnung über der Bankfiliale bringt sie sich in Sicherheit. Frau Maurer! Und ist ein Überfall! Um Gottes Willen! Kommen Sie schnell, sperren Sie zu! Der Täter muss damit rechnen, dass jeden Augenblick die Polizei kommt. Er rafft deshalb nur das Papiergeld, das in der Kasse liegt, zusammen, rund 5000 Mark, und verschwindet wieder. Da! Da ist er! AB? Was ist denn das? AB, AB. Ich glaube, das ist Aschaffenburg. Ich glaube, wir haben den Wagen, den weißen BMW. Steht mitten im Feld, circa 500 Meter von der Landstraße. Und der Fahrer? Der soll blaue Klamotten tragen? Nein, keine Person zu sehen, auch keine anderen Fahrzeuge. Verstanden. Und Vorsicht wegen der Spur. Ja, wir gehen nicht dran, aber sag bitte gleich bei K Bescheid. Ende. Der Wagen, den der Bankräuber benutzt hat, wird kurz nach dem Überfall von einer Polizeistreife entdeckt. Vom Täter fehlt jede Spur. Wenige Kilometer weiter wird dann auf dem Rastplatz bei Marbach die Leiche des Verkaufsingenieurs gefunden. Sehen, dass da nicht mehr zu helfen war. Ja, glatter Kopfschuss. Wie lange wird das denn jetzt noch dauern? Ich hab's nämlich leider ein bisschen eilig. Einen Augenblick müssen Sie sich noch gedulden. Die Kripo wird gleich da sein. Die Kripo kann das Opfer noch am Tatort identifizieren. Sie stellt auch sehr schnell den Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Bankraub fest. Die weiteren Ermittlungen nach dem Täter bleiben dann aber ohne Erfolg. 8 Monate später, am 21. Dezember 1984, kommt das nächste Opfer in den Raum Stuttgart-Ludwigsburg. Der englische Staatsbürger Richard Wethey. Er wohnt in Nürnberg und befindet sich auf einer Fahrt in die Schweiz, wo seine Eltern leben. Er will die Weihnachtsfeiertage dort in den Bergen verbringen. Auf dem Abstecher von der Autobahn kommt er gegen 10 Uhr in die Nähe von Marbach am Neckar. Bei Großbottwar, rund 6 Kilometer von Marbach entfernt, legt er auf dem Waldparkplatz Rohrtäle eine Pause ein.
Der Parkplatz scheint völlig leer zu sein, als der Engländer dort ankommt. Wieder hat es der Mörder nur auf den Wagen abgesehen. Sein eigentliches Ziel, die Volksbank-Filiale in Kleebronn, etwa 30 Kilometer von Marbach entfernt. Dort steht ihm allerdings eine Überraschung bevor. Denn in einem Nachbarhaus wartet ein Rentner-Ehepaar an diesem Vormittag auf einen Besucher aus Nürnberg. Auch er fährt, wie sie glauben, einen Golf mit Nürnberger Kennzeichen. Als der grüne Golf wenig später in Kleebronn ankommt, sind Skier und Skistände abmontiert. Du, ich glaube, jetzt kommt er. Ob er uns gleich findet? Geh doch mal runter und guck. Ja, das wird das Beste sein. Ich glaube, du hast recht. Der unbekannte Mann am Steuer des grünen Golf wird durch das unerwartete und auffällige Interesse des Rentners verunsichert. Er gibt seinen ursprünglichen Plan auf und fährt davon. Richard Weatherly, der in der Schweiz bei seinen Eltern nicht angekommen ist, wurde inzwischen als vermisst gemeldet. Seine Leiche bleibt jedoch länger als eine Woche unentdeckt. Sein Mörder benutzt währenddessen ungeniert den grünen Golf mit dem Nürnberger Kennzeichen. Mehrfach wird das Fahrzeug im Raum Ludwigsburg gesehen. Eine Woche nach dem Mord, am Freitag, dem 28. Dezember 1984, kommt der Unbekannte dann zum zweiten Mal zur Volksbank nach Kleebronn. Im Prinzip haben Sie schon recht. Aber wir können das alles im neuen Jahr machen. Ja, richtig. Wir müssen sowieso sehen, dass wir die übrigen Abschlüsse hinkriegen. So, ich wäre dann soweit. Na prima. Dann sortieren Sie da gerade eben noch die Ablage. Das ist ein Überfall! Geh hier! Was ist los? Hilf mir doch keinen Scheiß! Alles drei. Der Täter erbeutet diesmal rund 80.000 Mark. Die Angestellten der Bank können sich einige Merkmale des Räubers einprägen. Die braunen Augen, die graue Strickmütze, seine schlanke Gestalt. Die anthrazitfarbenen Sportschuhe und die ungewöhnliche Fußhaltung, die auf einen Senkfuß schließen lässt. Merkt dich, das andere ist dann alles Hartgeld. Diesmal lässt der Mann neben dem Hammer auch noch eine blaue Plastiktasche zurück. Der Zufall will es, dass draußen vor der Bank ein Zeuge behilflich sein kann. Hey! Guck doch mal, mit was im Auto der wegfährt. Grüner Golf, NKS 597.